Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ranch-Vorstellung auf Octria mit Emmy von hinten. Hi. Hi. Emmy von vorne. Meine hübsche Schleife. Genau. Und natürlich wieder mal mit mir. Und mit langen Haaren von mir. Mhm. Okay. So, die nächste Ranch, die wir vorstellen, ist die von Wakanda 75. Dazu gibt es auch ein Buch. Und sie hat ziemlich viel geschrieben. Ich lese das trotzdem mal alles vor. Ja. Liebe Mulenia, lieber Malkondo und natürlich liebe Emmy. Ich möchte mich nun endlich mal in die Reihe derjenigen einreihen, die euch ihre Farm zeigen möchten. Mehrmals wurde mir schon gesagt, die musst du mal Mulenia zeigen oder die muss Mulenia mal vorstellen. Und dadurch animiert, sende ich dir nun heute diesen Brief. Wir schreiben heute den 24.02. im Jahre 2017. Da ich ja nicht weiß, wann du es schaffst, bei deinen ganzen Verpflichtungen meine Farm zu begutachten, muss ich das Datum einfach dazu schreiben. Wer weiß, was sich bis dahin tut. Du betrittst meine Farm über das Teleporthäuschen. Das Tierlager habe ich outgesourced. Wenn du dich dann an die frische Luft begibst und die Brücke überquerst, hast du auf der linken Seite die Möglichkeit zu angeln oder baden zu gehen. Das kleine Häuschen, was du da auch in diesem Teil der Ranch findest, ist mein kleines und bescheidenes erstes Wohnhaus. Im Keller findest du allerhand. Die große Farm, dann weiter unten die Kaktusfarm und das Lager. In der ersten Erweiterung findest du dann mein zweites Wohnhaus. Und da man sich ja immer steigern will, ist dieses auch ein klein wenig größer. Weiterhin findest du hier einige Tiere, vielleicht dann auch schon alle, denn alle sollen in diesem Teil einziehen. Und dann habe ich auch noch die Mine, aber die ist nichts Besonderes. Von daher schreibe ich dazu auch nicht allzu viel. Und dann ist da noch mein Riesenbaum. Eigentlich wollten mich Arelana und Viscats beim fleißigen Farmen ärgern und haben mir diesen Riesenbaum aus meinem gezaubert. Aber mich kann man nicht so schnell ärgern. Jedenfalls stand dann am nächsten Tag, ich soll ihn mir mal genau anschauen. Und ich fand es so toll, was die beiden daraus gemacht haben. Und das Beste, man hat einen genialen Blick über die Farm. Vor allem beim Abstieg. Beim Abstieg dann, okay. Schau es dir einfach mal an. Ich würde mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße, Wakanda 75. Okay, also das war jetzt mal ein sehr ausführliches Buch. Finde ich klasse, hat mir gut gefallen. Ja, und ja. Ich freue mich schon. Ich war noch nie auf Wakandas Farm. Ich schon. Und ja, du bist ja mal überall und nirgendwo. Ja. Dann würde ich sagen, ich kann mich nie überraschen lassen. Auf geht's. Ja. Wow. So. Okay, das ist also das kleine Teleporthäuschen. Ranch von Wakanda. Da gibt's einen Briefkasten. Natürlich ja. Von mir noch was. Genau, von mir gibt's den Kuchen und die Blume natürlich. Eine Mo. So, dann wollen wir mal schauen. Noch einmal ein herzliches Willkommen auf meiner Ranch. Ah, schön. Okay. Oh, wie süß. Oh, guck mal hier. Oh. Emerald-Blöcke. Da sieht man schon den Reichtum gleich am Eingang. Ich kann mir das nicht leisten. Nee, ich mir auch noch nicht. Ah, sehr cool. Okay. Also hier kann man angeln. Geh mal über die Brücke. Schwimmen. Hier. Belohnung für die schönste Ranch. Ah ja, okay. Zum Angelsteg. Dann schauen wir doch mal. Baden und Angeln ausdrücklich erlaubt. Okay. Ah ja. Hey. Ja, baden möchte ich gerade nicht. Angeln irgendwie auch nicht. Was haben wir denn hier? Ach, hier hängen die Angeln an der Seite. Okay. Das ist auch praktisch. Ah ja. Zum Angesteck zur Ranch. Okay, wir gehen erst hier in das erste Wohnhaus. Das wird das hier sein. Was haben wir denn hier? Zum Angesteck. Oh, hier kann man einmal umzulaufen. Okay, das gucken wir uns dann von der anderen Seite an. So, ich gehen wir doch erstmal ins Haus. Oh, das sieht sehr modern aus. Küche, Keller und erstes, genau. Gehen wir erst in die Küche. Wir gucken uns erst das Haus an. Guten Tag, was möchten Sie tun? Mann, wie kriegt man die Teller hin? Das kann ich dir später erklären. So, dann geht's hier nach oben? Ja, hier. Auch sehr modern. Also
schon schön. Na, ein Zaubertisch hier im Haus. Mhm. Und was haben wir hier? Ein Lernraum. Noch leer wahrscheinlich. Oder wieder leer. Es gibt jetzt ja ein zweites Wohnhaus schon. Und hier steht ein Bett. Okay. Und da Vorsicht. Haben wir ein Balkon. Aha. Aber echt nicht gut gesichert. Nee. Nicht für kleine Emmys gemacht. Hey. Okay, noch höher geht's nicht. Dann gehen wir wieder runter. Es geht's noch runter. Und zwar hier. Genau. Dann wollen wir mal schauen, was es hier so gibt. Zur Kakteenfarm. Hier waren meine unterirdischen Plantagen. Diese sind am 1.3. in Gebiet 1 umgezogen. Jetzt ist hier eine wilde Pilzzucht entstanden. Okay, man kann Pilze auf Sandstein platzieren? Ja, seit wann? Okay, finde ich interessant, aber okay. Vielleicht geht es auch nur alleine. Nein. Ausprobieren. Vielleicht alles ausprobieren. Genau, zur Kakteenfarm. Dann gehen wir mal runter. Auch auf Stein? Ja, schon irgendwie komisch, ne? Hier geht's noch weiter runter. Okay, da gucken wir gleich. Ja, okay. Ja. Hier ist dann die... Ah ja, hier ist dann die Farm. Okay. Dann gehen wir nochmal weiter runter. Noch eine... Ganz viele Öfen... Noch eine Kaktusfarm. Bruchsteinlager Pilzzuchtstation. Ah ja. Kommst du mal? Kommst du mal? Wir gehen erstmal hier lang. Okay, hier ist es. Gott, ist das hier dunkel. Ah ja, hier sind dann die Pilze. Bei mir ist es nicht so dunkel. Ja, bei mir ist es, mein Monitor ist so dunkel. Okay, das sieht sehr interessant aus mit den ganzen Pilzen. Also da will ich dann auch nochmal probieren, wie das funktioniert. So, hier unten die Kakteen gesammelt und Sandsteinmine. Okay. What? Ah ja. Zur Sandsteinmine. Ja, mhm. So einen Anblick kenne ich. Ja. Wieso gibt es hier nur meinen Stein? Das wird sie hingemacht haben. Denn es gibt normal keine... Also nur die letzten drei Etagen sind normaler Stein auf den Ranchen. Ja, also so sieht meine Sandsteinmine auch aus. Naja, mittlerweile ja nicht mehr. Sie wird ja wieder gefüllt. Von dem her... Okay. Dann wollen wir mal wieder nach oben. Na, weil ich da was reingebaut habe. Wissen die das? Ja. Eine riesige Kakteenfarm. Naja, fertig ist sie ja noch lange nicht, aber... Die wird noch größer. Ja. So, okay. Also das mit den Pilzen finde ich sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Es sieht auf jeden Fall klasse aus. Also es hat schon was. Mhm. Einfach da jetzt die Pilze wachsen zu lassen. Okay, so. Dann gehen wir doch mal hier rum, denn hier gibt es noch eine Terrasse oder sowas. Hier. Ah ja, okay. Ja, hier gibt es noch eine kleine Terrasse. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Mine, weil wir jetzt gerade hier sind. Ne, das ist auch überall. Das ist wirklich toll. Ist das der Riesenbaum? Nee, oder? Doch. Das ist er. Okay, da gehen wir nachher hoch. Da machen wir dann den Screenshot. Ach ja, mit Erz dekoriert. Ich habe vorhin gerade, als ich meine Mine eben gerade abgeholzt, wollte ich schon sagen, habe ich überlegt, wie könnte ich denn da noch ein bisschen dekorieren. Also das mit den Erzen finde ich eine wirklich gute Idee, muss ich sagen. Die gefällt mir sehr. Guck mal hinter dir. Wow. Cool. Ich habe ja nur ein Smaragd, ein Diamanten, 5 Kohle. Tja. Irgendwann hat man halt genug. 0 Kohle, 5 Goldbarren und 22 Dings. Mhm. Ich kann mir sowas nicht leisten. Ach, da geht. Das Gebiet ist ja auch schon freigeschaltet, ne? Alles. Also, wir bleiben jetzt erstmal im ersten Gebiet. Kommst du gerade, dann gucken wir hier nämlich noch die Tiere an. Hier gibt es Kühe. Kuhgehege, ich springe einfach mal rein. Ja, Sophie. Ich immer. Ich mag das ja eigentlich nicht, wenn man so in die Tiergehege rein kann, aber
wenn da schon Teppiche sind, dann springen wir auch rein. Hallo Kühe, na? Alles gut? Ja, ne? Okay, hier gibt's noch einen Brunnen. Da gibt's Wasserfälle. Ja, genau, die Wasserfälle, die wollte ich ja auch noch machen. Das ist auch eine gute Idee hier an der Ecke. Ich will Wakanda, ich glaube, ich muss mir auch was von dir mitnehmen. Ich glaube, bei dir auch Ideen. Ich wollte hier die Wasserfälle von mir. So. Dann gehen wir jetzt erstmal auf den Baum. Obwohl, von da sehen wir ja schon in die anderen Gebiete rein, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erst in die anderen Gebiete und gehen dann auf den Baum. In Gebiet 1. So, warte mal, hier sind auch wieder Schilder. Bitte erst hier entlang. Neues Haus. Okay. Hier geht es weiter. Mhm, also, war das dann doch richtig, dass wir dann erst hier lang gehen? Hier sind auch überall Pilze und so. Das finde ich... finde ich äußerst merkwürdig. Okay, also hier gibt es dann auch einen Durchgang, tatsächlich einen richtigen. Das finde ich klasse, gefällt mir. Zu den Schafen. Okay. Schäfchen! Zu den Schafen. Hallo, Schafe! Hier sind Gott, sind das viele Schafe. Und nebendran sind noch mehr weiße. Ja. Das habe ich auch vor, weiße Schafe zu machen. Cool. Mit Unterstand und so. Richtig schön. Mhm. Und die anderen Schäfchen haben nichts. Mhm. Gar keinen Unterstand. Ziemlich schön. Okay. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Hier ist einfach nur Farm und Felder und Lamas. Und Lamas. Ah ja, hier sind... ah, die sind auch schön gemacht, die Felder. Also kann man das dann auch überirdisch nicht machen. Nicht spucken. Dann musst du nicht hauen, dann spucken die auch nicht. Hallo, Lamas. Hallo, ne? Spuck mich ja nicht an. Okay, Lara. Super. Die haben scheinbar nicht alle Namen. Leo. Leo, ja. Lulu. Lars. Okay. Wahrscheinlich nur die, die angezogen sind. Ja. Und was ist hier? Holzfarmstation. Okay. Mit Wasserlauf für... dann sammelst du das Holz automatisch ein, ja? Hm. Okay. Nein. Tja. Helf mir. Da kommst du nicht mehr raus, es sei denn, du kommst hier hoch. Okay. Emmy so. Kann alles. Dann gehen wir mal hier am Mittelgang Nein. weiter. Hier ist ein Brunnen. Ja. Oh. Den habe ich gesehen. Aber nicht gezeigt. Doch. Oh. Aber ich wollte hier in der Mitte lang, denn bitte den Baum zuletzt steht hier. Schau mal nach oben. Wow. Okay, das ist ja wirklich ein Riesenbaum. Der sieht von unten gar nicht so hoch aus, ne? Wenn man nach oben guckt, wenn man hier genau untersteht, dann sieht man das überhaupt nicht, dass der so mega hoch ist. Sehr cool. Okay, ja, den heben wir uns ja sowieso zum Schluss auf. Ja, kann man Screenshot machen. So ein modernes Haus wollte ich auch machen. Zur Aussichtsplattform. Da gehen wir nachher hoch. Schau mal hier, ey. Das sieht wirklich toll aus. Das Guck sieht mal, klasse aus. Ich wollte eh so ein ganz modernes hier so und... Rand und so machen. Das ist wirklich schön, dieses Haus. Also wirklich, wirklich toll. Und da steht Wakanda. Hallo. Das wird wahrscheinlich das Tierlager sein. Ja, genau. Sehr schön. Okay. Ja. Dann gehen wir mal rein. Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Oh, oh. Eine Schildkröte. Okay. Okay, ja. Haus von YouTuber Tarok abgeschaut. Okay. Wacki hier, der Kopf für deine 200 Stunden auf Octria. Okay, super. 200 Stunden, das ist schon, ist echt enorm viel. Viel, ja. Viel Zeit, obwohl man die eigentlich auch relativ schnell zusammen hat, ne? Wenn man halt regelmäßig spielt und, naja, so, das macht man ja auch nicht an einem Tag so viel bauen, ne? Ja, eben. Ziemlich cool. Lager und Farm. Die gucken wir uns später an. Ich würde jetzt ganz gerne erst das Haus angucken. Hier haben wir anscheinend eine Küche.
Ja, die sieht auch sieht sehr nach Küche aus. Modern aus. Sehr schön. Mir auch sehr gefällt. Hier unter der Treppe ist nichts. Man kann ja mal gucken, ne? So, dann gehen wir mal nach oben. Kommt man von beiden Seiten, kommt man hier an. Ja, sehr schön. Und hier haben wir auch eine Lagermöglichkeit. Mhm. Ein Schlafzimmer. Glück, Behutsamkeit, okay. Und hier ein Bett. Und hier noch eine kleine Küche. Ja, sehr cool. Ah, und hier ist dann der Braustand. Mhm. Das Alchemiezimmer. Noch höher geht's nicht? Nee. Werkzeug- und Waffenkammer. Da, Labor, genau. Okay, dann runter. Und dann können wir Lager und Farm. Waren wir hier schon? Ja, da waren wir schon. Wow. Okay, das ist das Lager. Sieht sehr schön sortiert aus. Ja, komm doch runter. Hier ist noch mehr sortiert. Was ist denn hier? Da sind ganz viele Trichter, die in irgendeine Kiste reinfließen. Oh Gott. Was ist das denn? Hier oben darüber ist die Baumfarm. Ah, okay. Und da kommt dann das Holz rein und geht dann bis in die Kiste. Ja, sehr cool. Das ist ja auch eine Idee, ne? Da irgendwie das mit Wasser zu machen, damit das gleich automatisch irgendwie in die Kisten geht. Das ist schon cool. Ich komme, warte. Zuckerrohrfarm, Melonenfarm. Hier sind auch noch, wie heißen es noch? Nidderwarzen. Aber hier ist, wo ist hier bitte Melonen? Na, das ist ja hier runter wahrscheinlich, ne? Ja, hier ist die Melonenfarm. Mensch, die ist ja auch echt groß. Ich habe nur eine Melone und 4 Kürbisse. Na, sowas. Cool. Also Melone lohnt sich anzubauen, auf jeden Fall. Noch weiter runter geht's nicht? Da hinten irgendwie oder so? Nee? Mm-mm. Okay. Ist ja auch schon wirklich heftig groß. Ja. Ja. Also muss ich schon sagen. Sehr schön, finde ich. Ja, ich finde es auch echt klasse. Richtig. Gefällt mir. So. Mm. Ja, bist du wieder oben? Ja, ich bin sogar schon draußen. Man kann da bei schnell. Dir werde ich auf jeden Fall was abgucken. Ja, wahrscheinlich nehmen wir uns da was mit. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch die Aussichtsplattform. Die gucken wir uns noch an. Warte mal, hier ist auch noch... Immer schon das dunkle... Aufstieg. Wege bitte nicht verlassen. Okay. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Oh Gott. Ah ja, okay. Da sieht man dann die nächste Ranch von hier aus. Wo ist die? Ach, da. Da. Ach, so sieht die von außen aus. Abstieg auch über dem Wasserfall möglich. Okay. Gut, den Screenshot hebe ich mir aber auf. Den mache ich vom Baum aus. Aber es sieht schon echt cool aus von hier oben. Mhm. Auch das Haus ist richtig schön. Ja. Wo lang gehst du? Ich gehe über den Wasserfall nach unten. Ich auch. Yay. So. So, jetzt. Okay, dann können wir ins nächste Gebiet, würde ich sagen. Geht das hier auch irgendwo lang? Nee. Wie gesagt, den Baum zuletzt, das auf jeden Fall. Das Riesenteil. Da wäre es auch schön, wenn es dann Tag wäre. Vielleicht wird es hier gleich noch Tag oder so. So, hier geht es weiter. Dann gehen wir doch da jetzt weiter. Hier gibt es Kühe, Hühner und Schweine. Was steht eigentlich hier dran? Achso, okay, das machen wir nachher. Darf ich das Schild hier vorlesen? Das darfst du vorlesen. Gebiet erfunden. Eröffnet. Eröffnet am 22.03.2017. Okay, das ist ja noch nicht so lange. Ja. Okay, wir bleiben mal hier auf den Wegen. Pferde, Pferde, Pferde. Hier gibt's Pferde. Pferde. Okay, da gucken wir später rein. Von der anderen Seite, da gibt's einen Stall.
Und hier gibt Gebiet 3 ist noch nicht freigeschaltet. Ach, das kostet dann nur 200 Coins, das nächste Gebiet? Heftig. Ha, das hat man ja schnell zusammen. Ich habe gerade... Ich werde jetzt sparen. Ich habe nur 66. Und nur noch farmen und so. Und dann werde ich mir auch die ganzen Gebiete kaufen. Hier sind Schweinchen. Schweine, genau. Auch mit einem Unterstand. Ja, und ordentlich Hühner. Heu und Wasser. Hühner. Ohne Unterstand. Ja, die haben nicht so viel. Das kommt vielleicht noch. Aber so lange sind die ja wahrscheinlich noch gar nicht hier. Mhm. Oh, das Haus sieht auch schön aus. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal zu den Pferden gucken. So, Pferdchen. Pferdchen. Hallo. Da, 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 da. Auch schön mit Offenboxen. Sehr cool. Mhm. Können die rein oder rausgehen? Ah, du heißt Snowball. Aha. Und hier ist noch einer, der heißt... Blackie? Du hast keinen Namen. Du auch nicht. Blackie, sonst hat keiner einen Namen? Nein, sonst hat keiner einen Namen. Aber echt schön. Aber guck mal, hier ist das Gras grün. Mal kurz bemerkt. Oder? Mhm. Also, das ist bei mir anders. Bei ihr ist das... Da muss ich mich nochmal beim Admin beschweren. Bei ihr ist das hässlich. Gelb, 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 gelb. Hier ist noch ein Riesenbaum. Ja, nicht das so ist riesig. Aber, glaube ich, ein normaler Tropenbaum. Hier scheinen auch nur noch Bäume zu sein. Ich muss was essen, ich kann überhaupt nicht mehr laufen. Und hier ist so ein außerirdischer Baum, ein größerer. Okay. Kuckuck. Und hier alles schön dekoriert. So, dann wollen wir mal in das Häuschen rein. Nicht hier unten erst? Ja doch, wir können doch erst hier unten rein. Aber ah, hier ist nichts. Noch nicht wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich noch alles eingerichtet. Aber das finde ich auch cool hier mit den Blumen vorm Fenster. Das gefällt mir gut. Und auch der Wasserfall hier, auch sehr schön. Ja, absolut. Hier ist eine Riesenterrasse. Das Licht. Terrasse. Mhm. Okay, und hier ist auch noch nichts drin. Das wird wahrscheinlich alles erst noch eingerichtet. Das ist ja alles noch neu. Ja. Ja. Okay. Sehr schön. Gut, dann gucken wir hier nochmal. Aber das war, glaube ich, auch nur ein Eingang. Genau, hier rein. Und dann, ja, können wir uns jetzt den Baum angucken. Ich hoffe, wir haben alles gesehen. Das war jetzt ja hier schon eine Menge zum Zeigen, ne? Ja, der Part, also die Range-Verständung ist länger als jeder andere geworden. Das stimmt. Hier steht... So, dann jetzt den Baum. Du liest zwei Schilder, ich eins. Geht mir nochmal aus der Linse, bitte. Traust du dich hier hoch? Der Ausblick ist fantastisch. Klar traue ich mich hoch. Vor allem beim Abstieg, kannst du glauben. Hier hatten die zwei Jennys ihre Finger im Spiel. Okay. So, dann hoch. Ich traue mich nicht, mein Spaß. Okay. Oh, das ist echt hoch. So. Achtung, für optimale Sicht, Wolken aus. Unter Option Grafikeinstellungen. Ja, die sind bei mir, glaube ich, sowieso immer aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die anhabe. Ich glaube, ich habe die... Ich habe die standardmäßig immer aus. Wolken stören mich immer. Deine Sichtweite sollte mindestens auf 10 Chunks eingestellt sein. Die ist bei mir auf 16. Passt also auch. Bei mir auf 100. Also auf 100? Das geht gar nicht. Bei Timo wahrscheinlich, keine Ahnung. Hm. Auf 15? Nee, auch auf 16. Ach, Mann, das ist wirklich... Wow, Gott. Also da ist ja mein Aussichtsturm wirklich Pillepalle dagegen. Der ist ja viel zu niedrig. Da muss ich dann irgendwann auch nochmal einen hohen... Einen Huhn bauen. Ja, warte. Ich komme schon. Kann man das lesen von hier? Falsche Knopf. So. Genau hier hast du den besten Ausblick. Also Shift drücken und genießen. Du kannst sogar noch... Nein, ich falle vom Baum. Man kann sogar noch höher. Ja, ich komme gleich auf jeden Fall ein bisschen höher. Aber ich mache hier meinen... Screenshot. Es wird gerade hell. Ich mache es auf dem Rückweg. So, Emmy ist dann mal geflogen. Ich komme.
Oh, hier gibt's sogar. Hier gibt's sogar Gras auf der. Ja, oh, und cool. Das ist so wie deins. Mhm. Wahrscheinlich kann man das mit grüner Farbe färben. Ja, das kann man. Sehr cool. Also es ist wirklich ein toller Ausblick. So, aber wir wollen ja ganz nach oben, ne? Wenn schon, denn schon, dann geht's auch ganz hoch. Wartest du aber oben auf mich? Ich warte oben auf dich. Oje, und noch ein Stückchen. So, ich komme. Ich glaube, ich bin ganz oben angekommen. Ab jetzt, aber jetzt hast du es geschafft. Okay, super. Hier gibt es dann auch ein Bett und so, falls man total K.O. hier oben ankommt, kann man erstmal eine Runde schlafen. Sehr schön. Sehr cool. Warte, ich komme. Okay, ja. Ich warte. Ich bin auf der falschen Linie. Dein, oh Gott, ich sehe dein Dings. Das dauert ja noch ewig, bis du hier oben bist. Ich sehe deins auch. Okay, ich würde da mal wieder nach unten gehen und den Ausblick screenshotten. Du kannst ja hier dann nochmal ganz nach oben und schauen. Guten Tag. Ich hoffe, wir schubsen uns nicht. Nein, alles gut. So, jetzt muss ich abpassen, wo ich denn Shift drücken muss. Hier. Es geht hier noch höher. Oh mein Gott. Also von hier ist wirklich der beste Ausblick. Da sind auch keine Wolken. Hast du es geschafft? Yay. Moment. Ich muss dir jetzt erstmal kurz Dings ausblenden. Das geht aber mit gedrückter Shift-Taste gar nicht. So, da haben wir das Wohnhaus. Da wäre das Eingangshäuschen. Das ist nicht so wichtig. Ja, also ich würde so in diese Richtung jetzt das Thumbnail machen, ne? Das ist doch ein ganz schöner Blick. Wegen dem Haus da von Geobit 2. Ja, ich rutsche nur mal runter beim Screenshot machen, weil ich das nicht mit gedrückter Shift-Taste machen kann. Das ist, okay. Da muss ich das jetzt abpassen. Weil das geht nämlich so nicht. Okay, so, ich hab's. Alles klar. Gar nicht so einfach. So, dann runter. Wieder. Es ist wirklich toll. Also echt klasse. Dieser Baum ist wirklich klasse. So, da runter. Ach, du bist schon wieder unten, ja? Ja. Ich habe ja auch keinen Screenshot gemacht. Ja, das stimmt auch wieder. So, okay, dann würde ich jetzt an dieser Stelle die Ranch-Vorstellung beenden. Also das war wirklich viel zum Gucken und also eine ganz, ganz tolle Ranch. Gefällt mir super gut. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video. Also bis denn, ciao, ciao. Tschüss.